Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Ich bin ziemlich dunkel. Es tut mir leid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ja, wir sind in Chloes Zimmer und gucken uns erstmal alles an. I guess we stopped growing up together. Out! I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? I never heard much about William's brother. Hi, Bill. Also heißt er Bill? Nicht William? Hä? Okay, entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aussicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Komm mal. Toys? Oh. I kinda wanna open this and see what's in here. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. Oh. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ganz sicher. Hat mir das Foto angeguckt? It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Weiß es nicht mehr. Okay, gehen wir wieder runter. Alles klar. Dann geben wir Chloe mal ihre Morphininjektion. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Kann ich jetzt ein Bild vom Fenster machen? Warum geht das nicht? Manu. Okay.
Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Alter. Das kann nicht das. Nee. Ich kann auch Chloe nicht einfach so umbringen. Aber. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin gerade echt hart am struggeln, was ich davon nehmen soll, weil einerseits will ich es verweigern, weil das halt, weiß ich nicht. Das können wir nicht einfach machen. Und andererseits will ich Chloe schon helfen. Weil die Aussichten... Also, es wird ja immer schlechter bei ihr. Es geht ja immer schlechter und... Und so. Und... Sie kann halt nichts machen. Nichts.
Chloe. I'll just drift asleep. Dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Sorry, William. Kacke, Alter. Ich versuch's doch scharf zu stellen, aber irgendwie will das nicht. Ah, okay. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Können wir ihn nicht retten und auch... Hey, honey. Chloe retten? Oh, irgendwie. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Thank you.
Whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Alter Vater. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ey, ich kann nicht mehr. Das hat mich gerade echt einfach komplett fertig gemacht, ey. Heilige Scheiße. Eieiei. 10. Oktober, liebes Tagebuch. Nie wieder eine Zeitschleife. Ich weiß gar nicht, wo ich mit Erklärungen anfangen soll. Wie ich zu sehr über die Auswirkungen nachdenke, schmilzt mein Hirn. Wenn ich es beschreibe, klingt es, als sei es jemand anderem passiert. Chloe war so wütend, als wir entdeckten, dass zwischen Rachel und Frank Bowers wirklich was lief und sie explodierte einfach. Ich kann nicht mit ihr reden, wenn sie so ist und ich um ihre Emotionen einen Eiertanz aufführen muss. Sie gibt William die Schuld an ihrem verhunzten Leben, aber auch wenn sie weiß, wie unfair das ist. Ich wäre vermutlich genauso verhunzt. Nicht, dass ich das auf meine eigene Art bin. In meinem Zimmer konnte ich nur daran denken, wie sehr ich zurückreisen und Chloe helfen wollte. Ich schaute mir das Foto an, das William an seinem Todestag von uns gemacht hatte, und plötzlich begann es zu pulsieren, als sei es 3D und ich könnte hineinsehen. Dann war ich wirklich zurück im Foto. Ich war 13 Jahre alt und in Chloes Küche im Jahr 2008. Mit Chloe und William, kurz bevor er das letzte Mal Joyce abholen wollte. Da meine Kräfte nun einmal diese neue Art der Zeitreise ermöglichten, beschloss ich, William auf keinen Fall nochmal sterben zu lassen. Also spielte ich Schlüssel verstecken, bis er den Bus nehmen musste. Ich war so glücklich, William gerettet zu haben, dass ich nie daran dachte, was schiefgehen könnte. Ich wusste, etwas ist faul, als ich von der Zeitreise zurück war und Victoria Chaser, sie war jetzt meine Freundin und ich Mitglied des Vortex Clubs. Oh, Graus. Ich hatte es versaut. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, was sich bei Chloe verändert hätte haben könnte. Dann sah ich David Madsen den Schulbus fahren. Er sah kein bisschen bedrohlich mehr aus. Ich wollte nicht wissen, wie er Busfahrer geworden war, statt Joyce zu heiraten. Mein Herz sank, als ich zu Chloes Haus eilte. Als William die Tür öffnete, machte ich mich aufs Schlimmste gefasst. Dann kam Chloe in ihrem Rollstuhl zur Tür, gelähmt vom Nacken abwärts. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also hielt ich nur die Hand vor den Mund in meiner typischen Geste von Schock und Dummheit. Aber Chloes Lächeln war so aufrichtig und schön, dass ich fast weinte. Ich musste mich daran gewöhnen, ohne auszuflippen oder Chloe zu sagen, dass ich Zeit und Raum verändert hatte, um ihren Vater zu retten, nur damit sie in einen Autounfall gerät, der sie lähmt. Aber es war immer noch Chloe, nur ohne die ganze Wut, die Chloe war dankbar, am Leben bei ihrer Familie zu sein. Chloe bat mich, die Nacht über zu bleiben, also tat ich es. Mir fiel auf, wie kaputt Teile des Hauses im Vergleich zu vorher waren. Ich sah die unglaublich teure Ausstattung, die Chloe benötigt, und ihr neues Zimmer in der Garage. Sorry, David. Obwohl ich mich furchtbar und isoliert fühlte, war Chloe so quirlig und aufgeregt, wieder mit mir rumzuhängen, auch nachdem ich sie nach dem Unfall so hängen gelassen hatte. Selbst in einer alternativen Realität bin ich eine miese Freundin. Chloes Welt war so neu und einzigartig für mich, besonders ihre Stärke und Sanftheit und ihr Schmerz. Sie brauchte eine ganze Apotheke, um durch den Tag zu kommen. Sie tat mir nicht leid, ihre Einstellung beeindruckte mich. Diese Chloe gab niemandem die Schuld, obwohl sie es könnte. Wir gingen am Strand spazieren und sahen die gestrandeten Wale, der Beweis, dass in beiden Realitäten etwas Schlimmes geschah. Dann bat Chloe mich, ihr beim Sterben zu helfen. Der Unfall hatte ihren Körper quasi zerbrochen, ihre Lungen versagten und sie starb einen langsamen, qualvollen Tod. Sie fühlte sich schuldig wegen all der Opfer ihrer Eltern und den Kosten,
Sie war in ihrer Bitte nicht irrational oder gequält, nur pragmatisch. Deswegen fühlte ich mich noch schlechter, sie in dieser Situation gebracht zu haben. Ich akzeptierte. Chloe erklärte, sie wolle ein letztes Mal im Leben die Wahl haben. Wie könnte ich das ablehnen? Besonders, da ich wusste, dass ich alles mit einer einfachen Entscheidung ruiniert hatte. Ich wusste, ich musste zurück zur eigentlichen Zeitlinie. Also schauten Chloe und ich in einer letzten Filmnacht Blade Runner und schliefen zur Musik von Vangelis ein. Und als ich aufwachte, half ich meiner besten Freundin beim Einschlafen. Für immer. Nach meinem Besuch in Chloes neuer Welt wusste ich, es ist Zeit, zurück in die Zukunft zu reisen. Ich hatte das Ergebnis meiner Taten gesehen und hatte Angst, dass meine Kraft nicht mehr funktionieren würde. Das wäre grausames Karma gewesen. Zum Glück konnte ich mich wieder ins Foto begeben und alles rückgängig machen. Lebe wohl, William. Zum zweiten Mal. Und hallo erneut, David. Eieiei. Was geht, Max? Ich habe ein B+ im Chemietest. B+! Ist das schlecht? Frag meine Eltern, die bezahlen die Rechnung. Sie werden's überstehen. Trauen wir später zusammen. Wetter so vor sich, was? Achso, Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor sich? Finden dort militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Ja, ich habe sogar meine Pflanze Lisa getötet. Oh, tut mir leid, Liebling, hol dir eine neue. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher. Bis bald. Kate. Von wo an? Achso, das hatten wir schon. Max, wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yay, du bist eine tolle Freundin. Ich danke dir vom Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Das ist alles? Achso. Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxi Max, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was los? Kennst du Frank Bowers Drogen? Das ist alles. Frank Nason, er kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Da. Hey Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun. Du schreibst mir nie. Was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie. Nicht mehr. Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald. Danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor mir, vor der Star-Reporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo? Oh, Alter, wie viel haben die denn geschrieben? Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das Streich von Schülern? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ist das Streich von Schülern? Das kam von einer blockierten Nummer. Oh, das tut mir leid, so ein Idiot aus meiner Klasse fand das lustig. Ist es nicht, ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht, entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe euch später an. Liebe dich. Hey Süße, sag mir, wann du bei mir vorbeikommst. Dann gebe ich dir Modetipps. Okay, danke Courtney. Ich ertrinke in Hausaufgaben, aber ich komme später vorbei. Danke nochmal fürs Angebot. Und Chloe. Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, ich verstehe es. Du machst eine Menge durch, wir alle. Außerdem habe ich deine Bütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Ha! Okay, das ist deine Emoji-Gefängnisfreikarte. Alles klar, aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen den Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson. Ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hole dich ab. Super, ich werde bereit sein. XO, XO und das war kein Emoji. Alles klar. Gut, Leute, es hat aber gespeichert. Und ich muss jetzt den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr atmosphärisch, muss ich sagen, und emotional. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.